kaum sind wir aus dem Schwäbischen mal rausgekommen, nachdem wir 3/4 Stunde auf der Bundesstraße gefahren, haben wir jetzt auf der Autobahn und ich muss ehrlich sagen, nach den ersten 150 Kilometer, das Dreiwege-Clubsport ist so mega. Wir haben vorher Autobahnkurven gefahren mit über 270, oder? Mhm. Und das war überhaupt kein Stress. Also das ist echt picobello. Ich denke zwar, dass wir für unsere Bedürfnisse das Ganze noch so ein bisschen fein abstimmen müssen, aber das ist einfach ein mega geiles Fahrwerk. Danke KW, dass ihr da so viel Potenzial freigelegt habt von dem Auto. Er fährt echt wie auf Schienen. Und ja, 15 Uhr heißt das Navi, das heißt um 2,5 Stunden ungefähr, 2,25 Stunden. Und dann sind wir schon in Bad Heiligenstadt. Jetzt schauen wir, dass wir den Alex einholen, der hat den Passat auf dem Buckel. Dann werden wir noch was beißen und dann geht's weiter mit dem Kumin. Jo, jo, jo. Also Fazit bisher, mega geil, bin echt zufrieden und jeder, der das gerne probieren möchte, das Auto ist natürlich auch da, dass man es euch das zeigt. Auf dem Beifahrersitz fahren darf bloß ich, aber wenn ihr Bock habt, das mal zu erleben, einfach Bescheid sagen, kurz vorbeikommen, wir fahren eine Runde mit dem Auto und kann ich euch das Fahrwerk zeigen. Tschüss dabei! Guten Tag, sonnig hier in Bad Heiligenstadt. Jo, wir sind angekommen bei DTH und warten jetzt auf den Olli von DTH. Und zwar machen wir mit dem jetzt dann gleich die Eingangsmessung, wie sich das Auto original anhört, beziehungsweise was für Geräuschemissionen das Ding bringt. Also, kurz gesagt, wie laut ist der kann. Wir messen nach dem aktuellsten System. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil es ist nicht mehr wie früher 50 anfahren, dritter, vierter Gang oder zweiter, dritter Gang, Vollgas, 20 Meter in dem Dreieck, das ist alles Voodoo, das zeigen wir euch mal bei Gelegenheit, sondern du musst mit einem gewissen G-Beschleunigung musst du das Auto beschleunigen. Das ist bei den neuen Autos mittlerweile was anderes. Das heißt, die Klappe muss zwischen 15 und 100 km/h zu sein. Und danach darf das Auto erst lauter sein. Aber ja, ist halt wie mit allem. Alles wird strenger und nichts macht mehr Spaß, aber das kriegen wir schon. Wir geben jetzt das Auto ab. Bei der Messung ist der Max und der Alex und ich nicht dabei, sondern das macht der Olli allein. Und wir werden uns wiedersehen, wenn die Abgasanlage zusammengeschweißt wird und wenn die Oberst wird. Das war's. Bis später. Vielleicht. Oder morgen. Oder heute Nacht. Vielleicht wird es ein bisschen länger werden. Aber wir werden sehen. Die Filetstücke an meinem Auto. Ich kann es gar nicht glauben, dass der Tobi sich da für mich so einer hängt.
dass er sagt, wenn wir drei Weisen aus dem Morgenland. Wir müssen jetzt erstmal den Heiland finden. Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Der Heiland! Ich habe Durst, verstehst du? Mittag kommen oder Nachmittag kommen und er da eigentlich eine Abgasanlage aus dem Hut zaubert. Ja, finde ich mega geil. Vielen, vielen Dank an Tobi, auch wenn er das vielleicht jetzt nicht hört. Aber ihr werdet es dann im Video sehen. Und ja, es ist kurz vor Mitternacht, 20 vor 12. Wir werden jetzt dann bald das Auto starten und ich kann es kaum erwarten. Nochmal. Hallo, ich bin der Rodo und es ist 0.48 Uhr und das mit der Klappe klappt jetzt dann gleich. Wir müssen jetzt nur probieren. Der Tobi, der kniet schon nieder vor seiner Arbeit. Das ist unglaublich. Ja, wir starten jetzt gleich. Also das war das, die Zielsetzung für heute Nacht, dass wir heute Nacht noch das Auto hören ohne Originalpott, sondern mit einem richtigen Auspuff für Männer. Keine Mäuschen.